Ich hab auch echt das Glück, mir immer die schwersten gleich am Anfang rauszusuchen. Das kostet wieder ein fucking Video. Okay. Du fix, dämliches Arschloch. Scheiß Krötenkäfer da. Mistkäfer, ein Mistkäfer bist du, genau. Also wirklich, das ist ein Mistkäfer. Nicht nur, das sage ich nicht nur, weil ich wütend bin, auch, aber schon, das ist ein Mistkäfer. Die sehen so aus, glaube ich. Das ist doch... Fuck! Fuck ist es! Sorry. Keine Aggression hier. Einfach weiter. Ja, wer bist du? Was soll denn das sein? Ein giftiges Seepferd? Wer hat denn da Crack geraucht? Und das Ganze dann auch noch in der Kanalisation. Natürlich, Kanalisationen sind immer giftig. Wie viel Schaden ich nehme. Selbst durch solche Gegner. Ich meine, okay, das Teil ist groß genug, als dass das aussieht, wie es wird Schaden machen. Aber das sind die ersten, denen ich hier begegne, verdammt nochmal. Ja, und die machen auch 3 Millionen Schaden. Gefühlte zumindest. Ich schleimp hier durch Gülle. Ist auch sehr sexuell. Gut. So. Ja, hier erwischt mich nicht, aber ich dich. Und diese Dinger, die sind auch undodgebar, wenn die erstmal auf den Boden kommen. Oh ja, und in der Luft anscheinend auch. Das ist ja echt super. Nice habt ihr das gemacht. Na, da fällt einfach so Energie runter. Was nicht alles so in die Kanalisation gelangt, hä? Da oben geht's lang. Geil. Das ist episch. Also die Secrets sind leichter zu finden, kommt mir so vor. Allerdings verstehe ich immer noch nicht, wieso bei der Kapsel da nichts war. Das blicke ich nicht so ganz. Gegner. Oder zumindest ein leerer Raum, wo einer sein könnte. Ach, da geht's auch runter. Was ist unten? Noch ein Secret? Ich slide mal da hinten. Nur um sicher zu gehen. Das ist interessant. Entweder ich muss hier lang oder ich bin hier gerade voll am Secret entdecken. Aber das sieht mir eigentlich schon secretmäßig aus. Da unten sind Instant Death Strikes. Okay, die waren jetzt kein Problem. Das wird auch kein Problem. Die können auch was machen, die Schildkröten, außer so in der Luft rumdümpeln. Wie, musste ich jetzt hier lang oder ich blick's gerade nicht? Nochmal so ein Raum. Oh, diesmal sogar mit Gegner. Ha? Okay, irgendwie springe ich gerade nicht gescheit. Und irgendwie macht er nicht arg viel. Also seine Tentakelchen können mir nicht mal schaden. Seine Raketen sind das hauptsächliche Problem. Das ist interessant. Also ich muss sagen, ich blicke gerade gar nichts. Bei dem Megametall blicke ich gerade überhaupt nichts. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Musste ich den killen? War das jetzt ein Secret? Sind jetzt woanders dafür solche Gegenden, solchen leeren Räumen? Oder
kann ich die Kapsel eventuell erst benutzen, wenn ich diese Gegner alle gekillt habe, oder... Wenn es so wäre, würde das hauptsächlich für eins, nämlich ich muss die Stages 1000 Mal machen. Und ich weiß immer noch nicht, ist das jetzt der reguläre Weg oder ein Secret-Weg? Wo wär's dann oben lang gegangen? Ich bin völlig überfragt. Das hier sieht mir jetzt schon wieder wie ein normaler Stage aus. I really don't get it. Wow, 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 wow. Shit im Kanister, Alter. Gut. So, Boss. Das wird jetzt ja wohl der richtige sein, ja, ist es. Also ich hab's jetzt immer noch nicht ganz verstanden. Vielleicht wäre dann der obere Weg ein Secret gewesen, aber der wäre doch viel zu einfach zu entdecken. Ja, das ist der normale Gegner, wie er sein sollte. Nervig, beschissen und mit grüner Scheiße, die überall rumspankt und lieber Dreck, Schmonz. Okay. Da brauche ich eine Taktik, also das ist... Kann ich die Schmonzbälle vielleicht kaputt machen? Das wäre eine Idee. Weil dann kann der anscheinend nur noch rumspringen wie ein Depp. Ich feuere nicht gleich, weil der springt gleich am Anfang. Ja, ich kann die kaputt machen. Tatsache. Das war jetzt super optimal. Gut. Nur ein bisschen sliden. Ja, okay, die Dinger halt nicht wirklich, wirklich kaputt machen. Ach, komm. Gut. Ja, der läuft ja. Aber dann kriege ich vermutlich auch nur so einen Schmunzball als Waffe. Hä? Oh nee, ich wusste, dass es nicht alles sein kann. Ja, geil. Das macht die Sache wesentlich einfacher, natürlich, klar. Oh, fuck, ey. Der Anfang läuft echt gut. Ist meine Bällchen. Ja, das war klar, dass das total gut. Jetzt wird er gleich wieder glibbrig. Nein, nicht. Aber seine Scheiße macht er trotzdem schon. Oh, Mann. Was? Gibt's da überhaupt einen ersten schaffbaren Boss? Oder muss ich gleich die Waffe... sorry, übersprungen. Oder muss ich gleich eine passende Waffe für einen Boss haben, oder wie? Soll ich mir die aus dem Arsch zaubern? Ja? Hm? Total sinnlos, irgendwie deplatziert. Ach, die können auch was. Macht sie nicht sonderlich gefährlich, aber hey, sie können halt was. Ja, gerade sage ich es noch und dann werde ich getroffen. Mhm. Ja, ihr habt so komische Teile auf dem Rücken, oder ist es? Auch
nicht. Aha. Moment, ich mach dich nicht kaputt. Ich wäre ja blöd, wenn. Komm wieder runter.